Leute, willkommen bei Elite Effect. Ich bin der Sio und diesmal ein Battlefield Motivationsvideo. Ja, ein Motivationsvideo für all diejenigen, die sagen, ich komme mit Battlefield noch nicht gut genug klar. Oder an all diejenigen, die sagen, ich bin Battlefield eher so durchschnittlich, aber deswegen macht mir Battlefield noch nicht so richtig Spaß. Und natürlich auch an diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich bin Battlefield schon richtig der Pro, aber halt einfach ein bisschen Motivation brauchen. An all diejenigen ist das an all diejenigen einfach, die sich dafür interessieren, ist das gerichtet. So ein bisschen Play-Hard-Work-Hard-Style auf jeden Fall. Und auch ist es von der Intention her so ein bisschen ernster. Was? Zero macht ein ernstes Video? Was ist denn jetzt los? Ja, natürlich, damit es auch einen gewissen Effekt auf euch hat. Also es ist, soll jetzt nicht so sein, dass ich jetzt so sage, jo, was geht? So, dann hat das keinen Effekt. Deswegen so ein bisschen ernster gemeint. Auch mal was Neues auf jeden Fall am Start. Dann würde ich mal sagen, bevor ich hier genug drumherum laber, schaut es euch einfach an. Viel Spaß beim Video. Du sitzt vor dem Bildschirm und verlierst eine Runde nach der anderen und kommst einfach in keine Runde rein und bist schon wieder kurz davor, einfach die fucking Plays in den PC oder die Xbox auszumachen. Wer kennt das nicht? Die Frage ist, was unterscheidet dich von den anderen? Und wenn man genau drüber nachdenkt, nichts. Rein gar nichts. Und solange das so bleibt, wirst du nie großen Erfolg im Battlefield haben. Das lässt sich auch auf andere Lebensbereiche außerhalb des Zockens übertragen, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Die Frage also, die man sich stellt, wie kann man das ändern? Außer, dass man sein Real-Life-Leben komplett in den Müll schmeißt. Du solltest dich konzentrieren. Was bedeutet das? Wenn du nicht auf dem Moment genau auf dem Schlachtfeld bist, sondern deine Gedanken irgendwo anders umherschwirren, hast du schlechte Chancen, ein gutes Gameplay zu erspielen. Du solltest im Team spielen. Wenn du mit Freunden in Kontakt bist oder generell mit anderen Menschen zusammen im Team spielst, erleichtert dir das, ein gutes Ergebnis zu erzielen, enorm. Du solltest regelmäßig zocken. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass du alle 5 Wochen spielen solltest, aber auch nicht, dass du jeden Tag spielen solltest, sondern einfach, dass du für dich eine gute Regelmäßigkeit findest, wann du zocken kannst. Du solltest nie aufgeben, weil wer aufgibt, hat schon verloren. Wenn du sagst, das macht doch keinen Sinn mehr, ich habe verloren, ich mache die Plays wieder aus und ich fange morgen wieder an und morgen passiert genau dasselbe. Meinst du, das wird irgendwie mal anders? Du hast vielleicht mal die eine oder andere gute Runde dabei, aber du wirst nie ein konstant guter Spieler. Denn wenn du aufgibst, hast du verloren. Never stop fighting. Du solltest neue Laufwege ausprobieren, denn nur wer Neues ausprobiert, kann auch besser werden. Neue Taktiken, neue Laufwege, all das gehört dazu. Du sollst auf die Minimap schauen, weil die Minimap wird klar unterschätzt. Die Minimap gibt dir einen perfekten Überblick über Schlachtgeschehen. Wenn du da nicht drauf guckst, wie sollst du dann gut werden? Du sollst dein Aiming verbessern. Das ist einfach eine Übungssache. Man sagt nicht umsonst, Übung macht den Meister. Ich wette mit dir, nachdem du dir das angehört hast, sagst du vielleicht, ja, war ganz interessant und klickst eventuell ein Minecraft-LP an. Und hast es nach 10 Minuten wieder vergessen. Ganz ehrlich, wäre bei mir ähnlich. Entscheidend ist, dass du daran denkst, bevor du Battlefield startest. Denn nur wer alles gibt, kann auch alles bekommen. Und wenn du jetzt meinst, das ist mir viel zu stressig, ich spiele so, wie es mir Spaß macht. Ganz ehrlich, nichts macht Spaß, wenn man es nicht kann. Das ist bei jeder Sportart so und so ist es auch im Battlefield. Also geh verdammt nochmal da raus und mach die Gegner fertig und wenn du es 1000 Mal probieren musst, bleib dran, gib nicht auf. Jo, haut auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, ob ihr das gut fandet oder nicht, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das jetzt war, ob es jetzt wirklich gut war. Und ansonsten keine Sorge, es kommt weiterhin Short Story und Themenvideos und Videos mit Monster, also von daher Seite keine Sorge. Aber wenn ihr jetzt alle sagt, wow, das war super cool und wir wollen unbedingt mehr und alles, ja, dann bringe ich davon mehr. Wie gesagt, es hängt wie immer alles von euch ab, ja. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Das nächste Video müsste eine Short Story sein, bin ich genau sicher, aber müsste. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sio, ciao, warum ich so abgehakt? Egal. Haut da rein, ciao.